Spotify 22 baut bei MySport My Story. Sophia Schretzenmeier aus Lenggries. 17 Jahre ist sie jung und gehört einer zu den besten Nachwuchs-Skirennläuferinnen im bayerischen Raum für Deutschland. Sophia, leider letztes Jahr im Dezember eine schwere Verletzung am Knie. Wie geht's dir? Mir geht's gut mit meiner Knieverletzung. Das ist jetzt über 2 Monate her und sehr gut verheilt. Ja, du machst ja sehr viel Training, Konditionstraining hier bei uns in Seefeld mit der Therapie. Wie ist das verlaufen? Also ich habe am Anfang mit Physiotherapie angefangen und eben mit am Anfang Lymphdrainage und dann auch langsam Krafttraining ist es ganz gut gegangen. Ja, jetzt trainierst du bei uns hier herinnen im Raum Seefeld auf der Seewaldalm. Mir gefällt es sehr gut, also ist alles cool zum Trainieren und macht Spaß. Und gibt es heuer noch ein Rennen für dich? Ja, also die Saison ist noch lang. Und da gibt es schon noch ein paar Rennen. Also auch Fisspunkte? Hoffentlich. Ein Insider hast du auch noch wieder, sie? Genau, der richtet meine Ski immer her, der schleift sie. Und auch für das ganze Equipment ist er zuständig. Ja, und was von Skifahrer? Salomon. Sophia, nicht nur das Schneetraining ist wichtig, auch das Konditionstraining ist wichtig. Das machst du ja auch hier in Seefeld. Was ist also der Tagesablauf bei dir? Also ich gehe vormittags meistens hier in der Seewald an trainieren. Zurzeit ist mein Fokus eher auf Slalom und am Nachmittag im Bodypoint, Konditionstraining, Kraft, Schnelligkeit. Deine Disziplin? Slalom. Hauptdisziplin, würde das dich einmal reizen, Speed zu fahren? Also ich glaube, Speed wird mir schon Spaß machen, aber Erfolge weiß ich nicht, eher beim Slalom. Ja, dann bleiben wir beim Slalom. Wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft und dass es noch spannende Rennen gibt für dich heuer und viele Fisspunkte. Vielen Dank.